Servus Outdoor-Freunde, ich bin Steffen. Schön, dass ihr wieder aus Versehen reingeklickt habt. Endlich gibt es wieder Produkttests. Ich sehe mich zwar nicht als Produkttester, aber ich möchte euch doch immer wieder mal ein paar Produkte vorstellen, über die ich so stolpere, die ich selber benutze oder wie in diesem Fall ein ganz neues Produkt, das mir zur Verfügung gestellt wurde, um es heute mal ein wenig zu testen und der Sache auf den Zahn zu fühlen. Also bleibt dran, wenn ich euch den Petromax BK1 Hobokocher zeige. Ja, und so sieht er aus. Der Petromax BK1 oder der BK1 der Firma Petromax, das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Ja, das gute Stück kommt auf jeden Fall, das fällt mir sofort positiv auf, in einer schönen Pappverpackung. Ordentlich beschrieben, mehrsprachig, passt. Hobokocher steht drauf, gucken wir mal, ob einer drin ist. Ja, das ist mal solide, hat auch ein bisschen Gewicht. Oh, okay. So, da ist nichts mehr drin, Verpackung leer. Okay, fällt mir schon mal positiv auf. Das Ganze ist in einer wirklich gut gemachten Verpackung. Das ist ein Ripstop-Material, so stickt, ordentlich. Was mir als nächstes sofort auffällt, um so ein bisschen auf die technischen Details einzugehen, das gute Stück wiegt, ich habe es nachgewogen, immerhin 590 Gramm, so wie er hier ist. Das wiederum ist ein ordentliches Kampfgewicht. Ob er das wert ist, schauen wir uns mal an. Was haben wir hier? Eine Außentasche. Ja. Beipackzettel. Petromax BK1. Ja, ist eine deutsche Firma aus Magdeburg. Schon mal relativ positiv für mich. Ja, muss ja die eigene Wirtschaft unterstützen. Was haben wir hier noch? Machen wir mal auf die Geschenkpackung. So, wie fangen wir hier überhaupt an? Was hier vorne, was hier hinten? So, hier haben wir eine Netztasche innen drin. Also allein das Case ist ja schon mal... Ist das schon mal ein Daumen hoch, denn hier ist wirklich jedes Teil in so einem einzelnen Fach. Respekt! Hier haben wir so ein Netztäschchen. Ah ja, da sind so Querschreiben drin, wozu die sind, werden wir gleich sehen. Ja, und dann habe ich hier die einzelnen Teile drin. Es sind nicht allzu viele, nö. Finde ich richtig gut, erstens, dass die Tasche schwarz ist. Positiv auch, dass jedes Teil einzeln verpackt ist. Finde ich auch gar nicht schlecht. Ja? Müsste jetzt nicht sein. Ich meine, die Tasche wiegt ja auch einzeln immerhin, ich habe es gewogen, 180 Gramm. Aber, da sage ich gleich mal vorweg, das könnte man auch lösen, indem man hingeht und die Teile, die hier drin sind, einfach in einen kleinen Plastikbeutel reinmacht und schon Gewicht gespart und peng. Wer es gut sortiert mag, lässt es eben so. Gucken wir uns das ganze Ding mal an. Erstes Teil. Ist natürlich ein Edelstahl und oh, stabil ist das Ding. Auf jeden Fall mal. Ja, steht auch groß original Petromax made in Germania. In Germany steht drauf. Okay, nehme ich mal so hin. Nehmen wir mal das nächste Teil. Aha, okay. Ich vermute mal, der Schriftzug und das Glänzende kommt nach außen und nach innen die Edelstahlfläche. So, dann stecken wir doch mal, das ist ganz schön blendend hier mit der Sonne immer, ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Ja, wir haben hier natürlich solche Haken dran, ja, und entsprechende Schlitze, das Ganze ist kinderleicht. Rein in den Schlitz, zack, nach unten. Okay, fertig ist der Teil. Nehmen wir einfach das nächste Teil raus, das ist wohl der Rost, der hier in diese vorgesehenen Schlitze reinkommt. Man muss es nur richtig drehen. Zack, zack. Okay. Das ist leicht. Schaffe ich. Nächstes Teil. Ah, ist die andere Außenwand. Sehe ich das richtig? Ja. Auch hier muss man das nur richtig zusammenstecken. Also das hier mal so rein. In diese Schlitze. Die sind auch groß genug. Das trifft man gut. Nach unten. Zack. Jetzt das Bodenteil hier vielleicht noch rein, wäre eine gute Idee. Kann ich hier von hier aus gar nicht so einfach. So, jetzt ist er schon fast fertig, der Hobo, glaube ich. Weil hier ist noch ein Teil drin. Ja, das ist wohl auch der Einstieg fürs Holz. Die letzten Schlitze natürlich. Hier das Ding mal drauf. Mal gucken, ob ich das von hier aus so schön kann. Zack. Und zack, in diese Schlitze rein. Einmal nach unten.
fertig, diese Hobo. Ja, fällt mir also auf, das Ding ist massiv. Ja, steht, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Jetzt muss ich mal sagen, was mir auffällt. Andere Hobos haben unter diesem Grill nochmal eine Platte, wo quasi die Asche drauf fällt. Das gibt's jetzt hier nicht. Das kann man positiv wie negativ bewerten. Ich finde das okay. Nimmt man den Hobo, macht damit ein Feuer, muss man die Stelle als solches wie eine Feuerstelle absichern. Das heißt, ich kann den Hobo nicht einfach auf hier trockenes Laub legen, mach mal ein Feuer drauf, egal ob da eine zweite Platte ist oder nicht. Denn wenn da durch die Hitze oder durch die Funken irgendwie rauskommen und ein Waldbrand entsteht, spielt das gar keine Rolle. Denn ich sichere die Stelle eh ab oder wie hier zum Beispiel jetzt, ja, da kann nicht so viel passieren. Da kommt nicht so viel drauf, dass jetzt hier ein riesen Brand entstehen könnte, weil die Glut bleibt in der Regel ja weiter oben. Ja, so, das Ding massiv. Hier sind übrigens die beiden Stege. Die kann man nutzen. Dafür gibt es hier oben natürlich auch Einkerbungen, um die reinzustecken, damit man auch mal eine Tasse oder ein anderes Gefäß da draufstellen kann, was jetzt vielleicht nicht so groß ist. Vorausgesetzt, Herr Kalisch, Sie kriegen das hier erstmal in richtigen Schlitz und nicht daneben. So, dann könnte ich es schaffen, hier auch mal sowas draufzustellen zum Beispiel. Von mir aus. Hm? Passt. Oder auch Dostup, wie der Hesse sagt. Hm? Ja, Stabilität von dem Teil, also gut massiv. So, wenn das Ding einmal steht, dann steht das. Dann brauche ich da keine Sicherheitsösen und Kram und toten Teufel. Was mir auch nicht passiert, wozu diese Nasen sicherlich helfen, wenn das Teil mal irgendwie rumfällt. Ja? Ihr händelt das irgendwie kacke, schmeißt das rum jetzt. Ja, alles klar. Okay, muss ich nichts zu sagen. Wer so mit seinem Hobo umgeht, kauft ihr einfach einen anderen Kocher. Na, und zwar kein Hobo, sondern besser einen Gaskocher. Eine Sache muss so ein Hobo aushalten, egal von welcher Firma das Ding ist. Es wird benutzt. Ihr geht raus damit, das wird vielleicht über Jahre hin benutzt. Der muss natürlich ein gewisses Handling muss der abkönnen. Das Ding muss hier rumfliegen können. Das spielt gar keine Rolle hier, da kann ich biegen, machen und tun. Am Ende muss eins gewährleistet sein. Ja, gerade egal. Das Ding habe ich jetzt Monate benutzt hier, keine Ahnung, gespült, gemacht, getan. Ihr seht, das ist richtig robuster Scheiß. Ja. Da, gucken wir mal, ob der immer noch geht. Ich wollte jetzt auch nicht übertreiben, aber ihr seht, das funktioniert, das hält auch. Ich brauche gar keine Ösen oder irgendwelchen Schnickschnack. Für mich ist wichtig, das Ding muss relativ schnell und einfach aufzubauen sein. Und das scheint ja wohl hier gewährleistet zu sein, wenn man die richtigen Teile benutzt, sehe ich gerade. Das gehört nämlich so rum. Und easy going, geht einwandfrei wieder hier rein. Na? Nichts verbogen, gar nichts. Ich habe schon überlegt, stelle ich mich mal drauf, aber eins ist auch klar, wenn man will, kriegt man alles kaputt. Das ist aber gar nicht unser Ziel. Wir wollen ja ein Produkt, das praxistauglich ist, das unseren Outdoor-Alltag überlebt und gewachsen ist. Und da sehe ich hier mit diesem Petromax schon eine echt gute Geschichte, ehrlich gesagt. Ja. Also bis jetzt finde ich das ziemlich gut, das Ding. Wir werden den jetzt mal anfeuern. Was ich immer mache, wenn ich sowas in die Hand nehme, ich nehme das so an der Seite, dadurch federe ich das ein wenig zusammen und dann passiert da auch gar nichts. So, dann wollen wir noch mal schauen, wie wir das Ganze hier so in die Fasson bringen. Wir nehmen schon mal so ein bisschen knackiges Holz, legen das da schon mal rein. Vielleicht noch ein bisschen kleineres Holz dazu, ne? Fire Steel bei. Eure Feuerstelle sauber. Guck mal da rein. Das sieht gut aus. Na super, ein Flugzeug. Und was für ein Apparat. Ja, das sieht doch super aus. Der gibt sogar ordentlich Gas, der Kamerad. 1A. Hat genug Lüftungsschlitze hier an der Seite. Drei große Schlitze für die Luftzufuhr. Vorne einen Eingang zum Nachfüllen. Gute Sache. So, Freunde, mein neuer Hobo, der Petromax BK1, ist ausgegangen. Ja,
Holz hat er super sauber verbrannt. Da ist eigentlich so wie nichts übrig geblieben. Ja, und ich wollte euch schnell noch ein paar technische Details zu diesem geilen Teil hier mitteilen. Fazit erstmal. Meine persönliche Meinung. Der Petromax ist richtig geil. Das Ding begeistert mich. Muss ich ganz einfach sagen. Also da erstmal einen Daumen hoch von mir. Produkt super verarbeitet. Made in Germany finde ich auch super. Tasche dabei, geile Anleitung, ordentlich verpackt das Ganze. Super Sache. Aber was haben wir denn hier nochmal genau? Die Tasche. Könnte ich euch empfehlen einzusparen. Das Ganze lieber in eine Tüte zu machen. Spart ihr 180 Gramm, denn das wiegt diese Tasche. Der Hobo selber kommt mit gut 410 Gramm daher. Das ist natürlich eine Ansage. Wenn jetzt jemand nicht so drauf ist wie ich, der versucht immer jedes Gramm zu sparen, sondern sagt, wenn ich einen guten Hobo habe, dann kann er auch ein paar Gramm wiegen. Hauptsache, ich habe einen ordentlich großen Verbrennungsraum und der hier ist von der Größe wirklich gut. Da kann man auch mal ein bisschen größere Stücke reinmachen, muss nicht alles winzig klein flattern. Geile Geschichte. Gut 400 Gramm der Hobo, da kann man eigentlich mit leben, ehrlich gesagt. Von den technischen Details her, 410 Gramm hatten wir schon. Abmessungen in der Länge, von hier außen, wirklich von der Nase bis ganz am Schluss haben wir 14 cm. Hoch ist er 12,5 und hier in der Tiefe haben wir 11,5 cm. Hat also eine ordentliche Standfläche und somit auch einen ordentlichen Brennraum. An jeder der Seiten hat der Hobo hier solche Schlitze zur Belüftung, damit das Feuer eben von unten ordentlich Luft bekommt. Ebenso wie unten die Löcher, die ihr beim Zusammenbau gesehen habt. Hier vorne ebenfalls ein Lüftungsschlitz und natürlich die Öffnung für die Brennkammer. Sehr positiv finde ich auch hier oben diese Aussparungen. Zum einen, wenn ich hier was drauflege, wie zum Beispiel einen Teller oder ähnliches, was den Hobo im Prinzip voll abdeckt, schlagen da trotzdem die Flammen raus und können ordentlich verbrennen. Mitgedacht, würde ich sagen. Die zwei Stege finde ich sehr schön, damit auch kleinere Sachen drauf passen. Jetzt zum Beispiel meine Dose Schappi. Nein, das Linseneintopf. Auch super, damit man, wenn man was Kleineres hat oder eine Tasse, die nicht gleich in den Hobo reinfällt. Geile Geschichte, mitgedacht ist aber meistens der Fall mit diesen Stegen. Außerdem finde ich gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt hier mal weglasse, Sekunde. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Flasche oder habe die Dinger vergessen. Ich habe ganz gerne die Clean Canteen. Da finde ich es gar nicht so schlecht, wenn ich hier hingehen kann. Kann die da einfach drauflegen. Ich muss die gar nicht stellen auf diese dünnen Dinger, dass die da rumwackeln, vom Wind vielleicht auch noch runtergeschmissen wird und mein heißes Wasser oder das, was ich abkoche, da auch durch die Gegend fliegt. Nö, ich kann die Stege einfach weglassen, kann das hier drauflegen. Abgesehen davon, dass ich meine Flasche nicht richtig zugeschraubt habe. So. Und schon können die Flammen außen rum, mein Wasser wird heiß, hier wird nicht wieder alles weggeschmort wie beim letzten Mal. Geile Geschichte. Das Ding werde ich bestimmt noch öfters einsetzen. Zu haben ist das gute Stück übrigens für roundabout 39 Euro. 40 Tacken für das Teil ist ein echt guter Preis, finde ich. Alle Male wert, wenn ich mir überlege, dass ich einen super Hobo bekomme, top verarbeitet, kein Grat, kein Nix, alles super, eine schicke Tasche dazu, wo das Ganze richtig schön reinpasst. Top Teil. 39 Euro, gut investiert für einen geilen Hobo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schnell noch ein paar technische Details, dass der gut Luft bekommt. Hier vorne ist der Nachfüllstutzen sozusagen. Das ganze Ding, scheiß Dreckerfahrer.